Vor 20.000 Jahren war Italien irgendwie anders, die Internet-Veganerin nicht vegan und unser Weltmeeresspiegel war so ein Müh tiefer als heute. Aber um wie viel tiefer überhaupt? 3 Meter? 7 Meter? Fast. Um ganze 120 Meter tiefer als heute. Das musst ihr mal reinlöten. Vor 20.000 Jahren war der Meeresspiegel so tief, dass die Nordsee gar nicht existierte, Nordamerika üppig mit Asien verbunden gewesen ist und unsere Erde 20 Millionen Quadratkilometer mehr Land vorzuweisen hatte als heute. Das ist basically die Fläche der USA mal 2 plus Jenfeld. Geschenkt! Aber warum überhaupt? Gab es damals einfach weniger Wasser, weil das Pinkeln noch nicht erfunden wurde? Howdy doody! Fast! Eiszeit. Nicht die Eiszeit. Auch nicht die hier. Sondern so eine Eiszeit. Im Endeffekt war das Wasser, das diesen 120 Meter Unterschied ausmachte, als Gletscher in weiten Teilen der Nordhalbkugel am Freezen.